Hallöchen. Ihr seht hier ein Schwarz-Weiß-Bild, das immer noch flackert und ich bin ein wenig ratlos. Jetzt muss ich doch nochmal einen Plan genauer gucken, wo das Signal herkommt. Was zwischen dem Videosignal hier liegt, ist eigentlich, oder ist eigentlich, diese zwei ICs und dieser Videohybrid. Die habe ich ausgetauscht. Hier habe ich schon einen anderen Denise drauf. Also einen anderen Grafikchip, die zwei Octal, irgendwas Buffer, irgendwie was, keine Ahnung, habe ich getauscht. Und den Videohybrid habe ich auch getauscht. Mehr liegt da nicht dran, das Signal kommt aus den Nies raus, geht hier durch in den Videohybrid da rein. Ich muss nochmal gucken, was hier rankommt, ob da noch irgendwas geschert wird, irgendwie ein Signal, irgendwas haut hier nicht hin. Bin irgendwie sprachlos. Den RF-Modulator habe ich soweit fertig. Da mache ich aber ein eigenes Video drüber. So, ich würde es nochmal am PC zeigen. Hier ist Denise U4. Den habe ich getauscht gegen einen anderen aus dem Spenderboard, das ich mal irgendwann mal gekauft habe. Die zwei hier habe ich getauscht, die 74HC245, die habe ich beide getauscht und diesen Videohybrid habe ich auch getauscht. Und aus diesem Videohybrid kommt das analoge RGB-Signal. Das ist ja da, weil der Modulator funktioniert soweit, aber da habe ich noch ein ganz kleines Problem. Da werde ich ein eigenes Video machen, aber da kommt das Kompositvideo raus, geht hier über einen, ja, angeblich dreipoligen Kondensator oder was das ist, auf den Komposit. Das ist hier bei mir aber nur eine Ferrit, ja, irgendwie ein Ferritstab oder eine Brücke mit einem Ferrit drüber, wie auch immer, hat keine Verbindung soweit hier nochmal extra zu Ground. Allerdings, das Signal kommt hier raus, ist nicht zu sehen, wieso, weshalb, warum. Ich habe mit beiden Oszilloskopen geguckt. Hier ist C-Sync, das Signal ist da. Ich hatte den hier im Verdacht, deswegen habe ich den getauscht. Ich hatte Denise im Verdacht, weil ich hier, wo ich an Pin 33 mit einem Ossi war, das ist ein Ausgang, das Bild nur noch zuckte. Es blieb gar nicht mehr stabil stehen. Es bleibt ja zwischendrin stabil stehen, so bleibt es nicht stabil stehen. Gemessen habe ich auch hier die 7 Megahertz. Die sind da. Was CCK ist, kann ich jetzt nicht genau sagen. Was CDAC ist, kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Sind Signale drauf. Die bleiben aber stabil, so wie, sind, wie sie sind. Die flackern nicht und nix. Der C-Sync hier geht ja in den hier mit rein. Und da, der liegt auch an. Der liegt hier an, der liegt da an. Ich weiß nicht, woran das jetzt noch liegen kann. Ich habe hier den Ref 5. Ich weiß nicht, wo das herkommen soll. So, die Elkos, die sind eigentlich okay. Die Spannungen passen. Ich habe sie nochmal gemessen. Also, ich weiß nicht, was hier los ist. Warum, wieso, weshalb der da so ein komisches Kompositsignal rausbringt. Hier hängt jetzt noch der 74 LS mit dran, 157, die Joystick-Ports, der funktionierte aber mit der Maus, Joystick 1, Connector 1, der funktionierte, das ist ja, glaube ich, ein Shift-Register, so wie es aussieht, weil die ganzen Dinge, denke ich mal, wird geschiftet hier drauf, keine Ahnung. Was hier dieses C-Zync ist, ich weiß nicht, wo das herkommen soll. Kann ich hier suchen? Das ist ein Composite-Zync-Video. Ach, da ist ein. Aus dem Agnus kommt das raus. C-Sync.
C-Sync aus dem FAT Agnos. Da habe ich aber keinen Ersatz. Und das geht ja dann an den. Wo findet er den denn nicht hier? C-Sync. Kontaktproblem oder was soll das sein? Was kann das sein? Nochmal größer. 7 Megahertz, stehen irgendwas? C-Sync, V-Sync, H-Sync. Was ist das hier? Das ist der Quarz. Hat der Quarz vielleicht irgendwas? So muss ich den mal messen. Aber 28 Megahertz, ob ich den noch gemessen kriege? Den FAT Agnos habe ich nicht. Und ich habe schon mal gesehen bei eBay, der FAT Agnos für den A500, der ist teuer. 40 Euro ungefähr habe ich ihn da gefunden. Zwischen 20 und 40 Euro, je nachdem. Der FAT Agnos. Ist mit DHA, RGA. Ist, glaube ich, mit zusammen. Mit dem Speicher zusammen, glaube ich. DAA, ja. DRA, das ist mit dem Speicher zusammen. DRD, da hängt der nämlich mit zwischen. DAA, RGA. AD, DAD kommt noch vom Mist. Ausgerechnet der. Der hängt mit am Speicherkram mit dran. Ja, mehr kann ich jetzt nicht tun. Also wenn es bei mir der FAT Agnos ist und ich habe ab und zu mal diese Software-Failure, keine Ahnung was, denke ich mal, hängt mit dem hier zusammen und das auch ab und zu mal er einfach nicht startet. Bleibt einfach hängen. Den RAM habe ich getestet. Der RAM funktioniert so in dem Dreh. Auch die Speichererweiterung, die ich habe, noch dazu. Ja, das wollte ich euch nur mal zeigen. Also ich bin jetzt hier echt ratlos. Ich habe wirklich die drei Sachen getauscht. Wo habe ich das denn hier? Da oben kann ich es nochmal zeigen, in der Ecke. Die NIS gegen einen anderen getauscht. Die zwei ICs getauscht und diesen Hybrid. Das ist das, was irgendwie von da mit dem Signal. Aber wenn das vielleicht der FAT Agnos ist, ist klar. Der ist aber teuer. Der ist wirklich teuer. Weil das ist das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, weil das kommt, glaube ich, auch vom FAT Agnos, ja. Das kommt auch noch von dem. Also die 7 MHz, die passen auf alle Fälle. Und wenn ich hier auf Pin 32 oder Pin 33 war, irgendwie war das so, dann war das Bild gar nicht mehr stabil. Es kann sein, dass dieses C-Sync nicht hinhaut. Alles andere haut hin. H-Sync, V-Sync, weiß ich nicht. Wird nicht benutzt. Ich habe jetzt den Monitor nicht hier oben. Ich weiß auch gar nicht, ob der noch funktioniert. Ich habe noch den CD-TV. Das ist ein Amiga 500 Plus. Ob der den FAT Agnos hat oder hat er den wie heißt das? AGA oder irgendeinen komischen Controller oder anderen Chipsatz. Aber ich glaube, der hatte auch den FAT Agnos, ne? Den großen. Ich hatte nur noch den Denise-Chip. Und ich hätte noch, wenn ich ihn rauskriege, sauber, den 6800, den Prozessor. Der ist auf dem Spenderboard nicht gesockelt. Hier hat nämlich einer versucht, auf diesem Board ein Kick
Grom Switch Gedönse drauf zu packen, das sah so grausig aus. Oh, auch von der Rückseite, wie das abgelötet, angelötet wurde, denn die halbe Platine ist verbrannt. Ich hatte mir da ein Port, hatte ich mir da rausgepult. Ich glaube, den Floppy Port hatte ich mir da rausgelötet. Das sieht ja noch sauber aus, aber sein Gelöte da mit dem Kick-ROM-Switch-Gedönse da, das sieht verboten aus. Dann danke ich fürs Zugucken. Mit dem RF-Modulator, da melde ich mich dann später mal. Ich habe nur gedacht, ich kriege vielleicht den hier noch zum Laufen. Den Kompositausgang, weil den könnte ich brauchen, weil wenn ich den S-Video habe, habe ich kein Komposit mehr. Aber ich kriege ja nicht mal mehr den Komposit zum Laufen hier. Fuck. Na gut, dann danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.